Guten Morgen, Leute, und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ihr habt richtig gehört, es gibt wieder ein YouTube-Video, ein Stadion Flöckingen St. Pauli. Geil, das kleine Nordderby, kleines. Viele werden schreiben, das ist kein Nordderby, ich sag kleines. Ihr könnt auch gerne reinschreiben, warum ihr sagt, dass es kein Nordderby ist. Ja, Leute, ich bin auf dem Weg zu Bäcker, es ist 10 Uhr. Heute ist um 18.30 Uhr der St. Pauli zu Gast. Guter Verein, gute Spieler, Erwein, Paparada, Metcalf und so weiter, gute Spieler. Ambitionierte Mannschaft. Will nochmal oben angreifen, aber ich denke mal, werden sie nicht schaffen, weil HSV wird, glaube ich, beide Spiele leider gewinnen. Kim muss wieder dazwischen hauen, ihr weißt doch, wie es läuft. Ja, Pauli wird hoch pressen, glaube ich, wird gut angreifen. Und ja, Leute, ich bin hier gerade auf dem Weg hier, zeige ich mal ein bisschen Kiel. Falls Leute Kiel nicht kennen, Kiel ist eine sehr schöne Stadt, aber ich finde Hamburg natürlich schöner. Leute, genug geredet, ich würde sagen, wir sehen uns gleich mit einem Kaffee. Big One. Leute, ich bin zu Hause angekommen. Jetzt machen wir noch eine kleine Challenge. Wenn ich 30 Mal hochhalte, gewinnt Kiel. Wenn ich das nicht schaffe, wird Pauli leider gewinnen heute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Wie viel waren das, Chat? Jetzt hochfahren, wir wollen Derby-Sieg, einen kleinen Derby-Sieg. Leute, sitzen meine Haare eigentlich? Ja, Spaß beiseite, Leute. Ja, St. Pauli, guter Gegner, habe ich ja schon ein bisschen was zu gesagt. Leider Gottes ist es auch das letzte Heimspiel von Finn Bartels. Wir gehen jetzt mal zu den Verabschiedungen. Ich glaube, Simon Loritz verlässt den Verein, Alexander Mühling, die Liste können wir euch hier mal einblenden. Ja, am traurigsten finde ich ehrlich gesagt, dass Mühling geht. Geiler Spieler, Mentalitätsmonster. Auch Fabian Rehse, so viel Mentalität habe ich selten beim Fußballer gesehen wie er. Auch so schnell, torgefährlich. Teska, Himmelmann, auch sehr schade, guter Keeper. Mal sehen, was Kiel hat auch einen neuen Spieler gekauft. Karl Johansson ist auch guter Spieler, blenden wir euch hier mal ein Bild von ihm ein. Auch guter Mann, Nile ist auch ein anderer YouTuber, hat da schon ein Video gemacht auf TikTok, gerne abchecken, guter Mann. Ja. Also Kiel ist auch eine gute Mannschaft, ich glaube Kiel wird heute alles reinhauen. Letztes Heimspiel, mal gucken, was da so abgeht. Leute, ich war wieder beim Bäcker, wir machen so einen TikTok-Haul. Leute, falls ihr mich sympathisch findet, gerne mal abonnieren. Auf meinen YouTube-Kanal, ganz, ganz wichtig. Und Leute, wir haben doch Ei. Guck, was wir hier haben, Ei. So Leute, ich laber hier wieder zu viel. So wie, ich muss schnell essen, dann jetzt ab zum Fitness. Ich nehme euch beim Fitnessstudio mal ein bisschen mit. Ich würde sagen, Leute, ich hoffe, euch gefällt das Video und ich würde sagen, wir sehen uns nachher im Fitti. Eine kleine Planänderung. Im Fitti war ich heute doch und ich habe meine Brieftasche verloren. Erstmal zu Hause wie ein Bekloppter, zwei Stunden gesucht. Habt sie aber wieder gefunden. Ja, Leute, Kiel gegen St. Pauli. Wir kommen mal zum direkten Vergleich. 25 Mal haben sich die Vereine getroffen. 10 Mal hat Kiel gewonnen, 10 Mal St. Pauli und 5 Mal gab es Unentschieden. Also relativ ausgeglichen. Die Tabellensituation blende ich euch mal hier ein. Holstein Kiel, Platz 9, Pauli Platz 5. Pauli wird alles reingeben. Wir möchten noch HSV leicht angreifen. Und ja, Leute, es ist 14 Uhr. Lange müssen wir uns auch auf dem Weg zum Stadion begeben. Um 17.45 Uhr werden die Spieler verabschiedet und ich will natürlich da schon am Start sein. Leute, ich habe genug geredet, jetzt sehen wir uns wirklich vor dem Stadion. Oder vielleicht sehen wir uns nochmal vom Bahnhof. Lasst uns überraschen. Leute, der St. Pauli-Bus ist auch hier. Ich bin gerade am Hauptbahnhof. Jetzt geht es gleich Richtung Stadion. Ich wollte euch nur den Bus nochmal zeigen. Die Gäste sind auch in Kiel angekommen. Leute, wir sind da. Stadion angekommen. Wetter ist top. Eben St. Pauli-Ultras haben Fanmarsch gemacht, aber ich wollte da jetzt nicht filmen. Macht man nicht. Und ja, Leute, hier einmal Ausblick. Mal Leute, ich habe doch wieder Lust, hier heute einen Sieg einzufahren. Leute, es gehört sich doch eine Stadion-Wurst wieder. Immer rein damit. Gleich geht's los. Dann waren wir hier, werden nachher 3 Punkte geholt wieder. Das Stadion fühlt sich, Haare sind nicht ready, aber ich spiele heute nicht. Bisschen chillen hier. Und ja, Leute, ganz wichtiges Spiel. St. Pauli kann noch was machen heute. Cola geholt, ist auch sehr wichtig. Und mal sehen, eben noch Erwin getroffen am Hotel. Der Typ ist motiviert heute. Und ich würde sagen, Leute, vamos, Jungs. St. Pauli ist genau angekommen.
Leute, mein Tipp ist, mein Kiel gewinnt 3-2. Mein Tipp liegt hier. Parallel ist das Spiel. Darmstadt spielt auch noch. Die Magdeburg mit Darmstadt gewinnen, sind die aufgestiegen. War ja letzte Woche da in Hannover. Da haben sie nicht hinbekommen. Ich bin gespannt, aber ich denke mal, Darmstadt wird gewinnen gegen Magdeburg. Ja, Leute, wir sehen uns in der Mannschaft stehen. Wir waren aus Boys. FC St. Pauli. Ich habe es gerade schon angekündigt. Hier sind unsere Kieler Störche. Vamos Boys. So, wir haben ja gebeten, dass wir alle ein bisschen früher hier steigen und kommen heute Abend heute sehr oft auf Wiedersehen zusammen hier im Sportnetz. Ich gucke mal gerade zum Präsidium, das sieht ganz gut aus. Wir haben hier, das fangen wir jetzt mal an. Mit der Verabschiedung am Ende einer Saison. Robin Himmelmann, der uns in der Haus und hat dabei immer mit Finale und Power gekämpft bis zum letzten. Wir werden ihn vermissen natürlich, weil er nicht der Winninger ist und den mag es nicht so weit weg zu sein. Deswegen hoffentlich im Holsterstadion. Hoffentlich. Vielen Dank an unsere Nummer 2, Mikkel! Kick is go! Es geht weiter mit der Nummer 19, Simon Moritz. Hat den entscheidenden Peter. Moritz! Ja, da war er tatsächlich eine Granate und hat alles rauf und runter gearbeitet, hat wirklich gearbeitet, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und genauso hat er auch Fußball gespielt. Jetzt hat er sich entschieden, er will in die Hauptstadt gehen. Und wenn es so weitergeht, sehen wir ihn wahrscheinlich wieder hier im Holsterstadion. Da freuen wir uns drauf, Fabi. Bleib so, wie du bist. Du bist ein geiler Typ. Unsere Nummer 11, Fabian! Hilfe! Als er dann hier zu uns kam, der hat eine 45 Zweitliga-Begegnung für Holstein auf dem Rasen alles gegeben. Und ja, Zweikampfstärke, Stabilität in Stocknest. Und ja, 86 Zweitliga-Partien hat er gemacht. Und dann noch zwei Tore geschossen mit dem KSV. Und dann aber auch beim 8-7 Pokalsieg gegen Bayern München. 2011 stand er auf dem Platz. Und wir freuen uns auf ihn. Und wir werden natürlich seine sympathische Anfangsstolz vermissen und ihn als Mensch. Aber auch da bin ich mir sicher, wir sehen uns wieder aus der Nummer 5. Stefan! Disco! Jetzt schon mal den ersten Start und ja, nach dieser Saison verlässt er die KSV als Kapitän, aber er ist glaube ich auch nicht. Und dann wird er gehen und zum Schluss hat er seine Familie hier ausfliegen lassen bei der KSV. Nicht nur der Gegend oder der Ausgleichskörper gegen Bayern München, sondern auch der Elber und alles das, was er von uns geleistet hat, wird uns in Erinnerung bleiben und ich bin mir ziemlich sicher, jetzt ruht er sich erstmal aus und danach sehen wir hier wieder bei der KSV in irgendeiner Funktion. Sollten wir auf jeden Fall nachgehen. Vielen Dank für alles, mein lieber Ausgleich Nummer 31 und jetzt alle. Ja, das ist Gänsehaut, Leute, Gänsehaut. Leute, der Pauli Deuter kommt, Burchard. Links. Die Ausstellung ist da von Kiel. Thomas Lehne spielt Skripski, bei St. Pauli, Apollian, Saad, schnelle Flügelspieler. Ausstellung von Kiel kommt hier, St. Pauli kommt da. Jetzt ist es glaub, 18 Uhr, eine halbe Stunde geht los, gleich gibt es Gästehymne von St. Pauli. Dann geht's hier los. Meine Stimmung ist so gut ausverkauft, dass wir noch Flutlicht. Ist geil, das sieht man noch als Fußballer.
Kirche. So, jetzt gibt es die letzte Aufstellung in dieser Saison beim letzten Heimspiel gegen den FC St. Pauli. Und wir beginnen natürlich wie immer mit unserem Trainer. Und der heißt auch heute Marcel! Ab! Wir starten im Tor mit unserer Nummer 21, Thomas! Bede! Zum letzten Mal unsere Nummer 2, Mikkel! Ebenfalls zum letzten Mal unsere Nummer 5, Stefan! Reiska! Macht er heute eine Bude, unsere Nummer 7, Steven! Treffy! Tschüss und mach's gut, unsere Nummer 8, Alexander! Mühle! Wir freuen uns auf unsere Nummer 10. Was ein schönes Spiel! Blende ich euch auch mal hier an, wie es da steht. In der Stimmung ist wunderbar. Pauli, geile Choreo. Mal sehen, was vom Kiel kommt. Einfach geil. Ich liebe Fußball. Ich liebe es. Thank you.
Wo Elfmeter, das gibt's. Let's go! Holstein Kiel! Gripski hat Vasili verladen. Zum 1-0 geschickt, ich würde sagen, nicht verdient. Das Spiel ist jetzt auch nicht so spannend, aber wichtig. Darmstadt. Darmstadt führt gegen Magdeburg. Darmstadt ist im Einfluss in der ersten Bundesliga. Wir müssen, wenn Darmstadt gewinnt, sind sie aufgeschrieben. 1-0 Darmstadt, wende ich euch hier oben an. Und St. Pauli 1-1 am Florian, habe ich schon gesagt. Paul, jetzt suche ich diese schnelle Spieler, diese Art von Jahren, wie gesagt, den können wir nur mit Paul stoppen. Aber wir haben auch gute Chancen gehabt. Ich würde sagen, das Unentschieden geht eigentlich in Ordnung für beide. Ja, ich hoffe, dass jetzt noch ein paar Tore fallen. Ich glaube, ich habe 3-2 getippt. Wird schwierig, wird sehr schwierig. Aber Stimmung ist gut. Leider das letzte Spiel fühlt sich ein bisschen komisch an. Das Bad jetzt und so wechseln, weil das ist kein Kiel mehr. Und ja, Leute, ich würde sagen, wir müssen uns jetzt hochfahren für die zweite Halbzeit. Ladies and Gentlemen, es ist wieder soweit. Die Play Button and Friends Show. Klappe die zweite. Für Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Nachbarn. Just Chatting, Gaming, Kochen, Spaß haben und natürlich viele bekannte Gesichter wiedersehen. Lass uns die Hütte abreißen, zusammen mit euch. Und jetzt aufgepasst! Am 26. bis zum 28. Mai 2023 sehen wir uns auf unserem bekannten Kanal. Und dieses Jahr als Special Gast DJ Lunara und Gagani. Thank you.
Pauli-Tor durch Jakob Medic, Strafball nach Ecke. Denke ich euch nochmal ein, hier das Tor. Scheiße. Das war ein Eintor durch Hauke Wahl. Das war ganz schwierig zu sehen. Abwehr katastrophal, Eigentor, Kirkesko, letztes Spiel, ich gönne ihn das gar nicht, hat er nicht verdient. Ja, was sehen die Ball? Hinten einfach offen, wie ein Schweizer Käse. Vorne läuft auch gar nichts, man muss es ansprechen. So geht es nicht weiter.
hatte ich der St. Pauli ja viele Jahre. Foul da rum, gelb-rot. Und dann gab es noch gelb für Fabian Hürzler, St. Pauli-Trainer. Und da hier ist Emotion drin. Gerade für Bartels mit einer lauten Sprechchöre verabschiedet. Das war's. Kiel verliert in Kämpfen. Klein Notte mit 3-4. Boah, aber war trotzdem ein geiles Spiel. Auch wenn Kiel halt in der ersten Halbzeit auch nicht so stark war und zweite, eine Abwehr, die Probleme und effizient. Also ich glaube, hätten wir noch 10 Minuten gespielt, wäre vielleicht das 4-4 gefallen. Und Darmstadt ist aufgestiegen. 1-0. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt mal sehen, ob Heidenheim oder HSV es noch schafft. Und der Pauli-Fans am Feiern. Wie laut das hier ist. Ja, Leute, ich genieße noch ein bisschen die Stimmung von Kiel. Ist emotional. Wartet einer von uns.
Bad, das ist auch ein Zaun. Geiles Wetter, wird badet, wird verabschiedet, Pauli-Fans am Feiern. Was geht ab, Leute? Es ist 3 Uhr nachts. Ich wollte nur sagen, abonniert meinen Kanal, lasst ein Like da, kommentiert so oft ihr wollt. Wir sehen uns bis zum nächsten Vlog. You won't get-